Ich schalte jetzt mal in die Deutschlandhalle nach Berlin, wo ein Außenreporter-Kollege von mir steht, der euch nicht nur diese wunderschönen Live-Bilder präsentieren wird, sondern euch auch mal mit hinter die Kulissen der Kelly-Tour nimmt. Hallo, Paddy. Hallo Lori, hallo alle Bravo TV-Zuschauer, ich bin's Paddy. Wir sind hier in Deutschland, in Berlin, auf den Tourstart von unserer großen Hallentournee. Und ich werde euch hinter den Kulissen heute ein bisschen rumzeigen, was beim Soundcheck passiert und so. Aber erstmal gibt's ein bisschen Musik. Hier ist I'll Swim, I'll Swim. I'll swim, I'll swim, I'll swim. Das war aus Swimmer Swim und jetzt stehe ich hier am Lichtpult von unserem Lichtdesigner Rainer und er wird mir ein bisschen zeigen, was ich mit welchen Knöpfen alles erreichen kann. Oh, bediene ich einfach. So, hier vielleicht 24? Wie viele Lampen haben wir eigentlich auf Tour? Sind das, wir haben insgesamt so knapp 300. 300. Die unterscheiden sich dann bewegliche Farbwechsler. Ja. Also ziemlich modernes Zeug eigentlich. Ziemlich modernes Zeug. Nicht schlecht, ne? Okay, wir sehen uns gleich wieder auf der Bühne mit Angelo beim Soundcheck. Da bin ich wieder mit Bravo TV unterwegs. Jetzt bin ich auf unserer Bühne und Angelo arbeitet gerade an seinem Schlagzeug. Wir können ja ihm ein paar Fragen stellen. Angelo, grüß dich, mein lieber Bruder. Also erzähl, Angelo, was hast du hier, wieso hast du zwei große Trommels da? Wie heißen die? Das sind Bassdrums und ich habe zwei, weil mein Drum-Solo spiele ich also doppelt, also so, so ist eine Art, ne? Dann habe ich die Zimbale hier, das ist so für die Latin-Zeug. Und dann habe ich hier unten für den Fuß, den linken Fuß, ein Cowbell. Ne? Und dann hier so Chimes. Und dann hier, das ist so elektronisches Zeug hier. Da spiele ich zum Beispiel in Rock. Ah, wer kommt denn da? Where's my toy with the hucklers? Oh, I think it's in your bag, your red bag. Yeah, but where is it? I can't find the red bag. I think it's in the dressing room. Sean, you want to be a drummer also, like Angelo? Ich glaube nicht. Kannst du extra für Bravo TV was spielen, Angelo? Wir gehen von vorne. Exklusiv für Bravo TV, Angelos Mini-Drum-Solo, nur für euch. Der Beweis dafür, dass man als junger Typ auch noch guter Musiker sein kann. So, hier bin ich jetzt mit Joey und seiner Gitarrenkollektion. Joey, wie viele Gitarren hast du so, wenn wir auf Tour sind? Auf Tour habe ich 4 bis 6 Stück. Zu Hause habe ich zwischen 18 und 20 Gitarren. Und kommst du mit so vielen Gitarren? Wieso brauchst du man die verschiedenen Gitarren? Für verschiedene Sounds oder? Geschmackssache, das sind Phasen. Manche Gitarren, es gibt ja Akustikgitarren, es gibt ja 12-seitigen, es gibt ja 6-seitigen. Angelo, ein bisschen Ruhe, ja? Es gibt alle Sorten Gitarren. Und wie viele Stunden übst du so am Tag vom Konzert oder insgesamt? Mindestens über 5 bis 6 Stunden pro Tag kriege ich schon rein. Und mit dem Training fürs Triathlon, ist das auch schwer so auf Tournee? Wie machst du da? Wann trainierst du? Gehst du abends nach dem Konzert laufen oder so? Oder? Trainieren für Triathlon Ironman, zum Beispiel für den in Hawaii, müsste ich meistens abends nach dem Konzert laufen und dann morgens früh vor alle aufstehen schwimmen gehen. Und Radfahren dazwischen irgendwie, weil Mittagspause. Und momentan trainiere ich nur für Marathon. Nur laufen jeden Abend, aber ab Januar wird es wieder für Triathlon Ironman trainiert.
ist unser Fotograf hier, der immer die schönen Bilder für Bravo macht. Life is easy. Genau. Ja, wir wissen, wenn du happy bist. Gut, nochmal, komm. Nochmal, wunderbar. Hey. Das war jetzt ein bisschen so auf der Bühne, aber jetzt kommt erstmal ein Lied Red Shoes von Johnny vom neuen Album und dann sehen wir uns gleich wieder im Backstage-Bereich. Bis gleich.